Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming, hier mit einem weiteren Video zu den Mods, die am Freitag im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Alle zwei Wochen ist es so, dass ich meine Tochter zu Besuch habe über das Wochenende. Daher kann ich am Freitag jeweils das Mod-Video nicht produzieren und auch nicht herausgeben. Daher hole ich das jeweils am Sonntag nach und das ist heute der Fall. Wir hatten am Freitag ziemlich viel, was von Giants gekommen ist. Und zwar zum ersten Mal kamen 4 Updates und 13 neue Mods. Und zudem kam dann auch noch ein bisschen Information zum DLC, was uns am 22. März erwartet. Und zwar rund um das Giuseppe Carraro Pack. Und daher werden wir natürlich dies am Ende des Videos mal kurz beleuchten, welche 3 Maschinen von Giants vorgestellt worden sind am letzten Freitag. Und daher möchte ich jetzt nicht noch weiter nebenbei euch aufhalten. Ich möchte mich aber trotzdem wie immer erstmal bedanken bei Christopher, bei Agrartechnik Bad Essen und Patrick für die Abos über das Wochenende. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Es freut mich sehr, dass euch der Inhalt hier gefällt und ich so weitermachen kann. Gut. Wir legen los, wie immer, erstmal mit den Updates. Das erste Update kommt zu der Karte, die vor kurzem rausgekommen ist, und zwar der Umbrian Valley von Gamer Designs. Downloadgröße 137,19 MB in der Version jetzt 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Das Änderungsprotokoll sagt, das Sehen unter Wasser hinter dem Sägewerk wurde korrigiert. Ein neues Tierhandelsgebäude wurde hinzugefügt, einige Modelle durch Ingame-Modelle ersetzt, behoben und 2 Felder hinzugefügt und eine etwas geringere Lautstärke. Das nächste Update kommt zum großen Wasserpaket von Piesel. Downloadgröße 2,7 MB in der Version jetzt 1.0.0.1 und ist ebenfalls für alle Plattformen. Das Änderungsprotokoll hier sagt, dass 6 neue Objekte hinzugefügt worden seien, die Markierungen seien verbessert worden und Optionen für das Verschwinden von Markierungen hinzugefügt. Also man kann jetzt optional sagen, ob man die Markierung sehen will oder nicht. Das nächste Update kommt für das Beton-Gülle-Lager von Didex96, Downloadgröße 2,38 MB in der Version 1.0.0.1 und ist auch für alle Plattformen. Das Änderungsprotokoll sagt hier, dass die Kapazität erhöht worden sei, und zwar bei der kleinen Kapazität auf 100.000 Liter und die große Kapazität auf 500.000 Liter. Und das letzte Update, was herausgekommen ist am Freitag, kommt für das Class Convio Flex Pack von GEF D25. Downloadgröße 64,13 MB, jetzt in der Version 1.1.0.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt hier, dass das Convio Flex 1230 hinzugefügt worden sei. Die Zuführschnecken seien jetzt zuschaltbar und gewisse andere Materialien wurden angepasst. Wir kommen zu den neuen Mods, und zwar haben wir als erstes den Case IH Magnum AFS US EU Series. Kommt von Case Arias Modding, Downloadgröße 32,5 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Case IH Magnum von der AFS Connect Series mit einer standardmäßigen Leistung von 374 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 647 Litern, 99 Liter DEF, Maximalgeschwindigkeit 50 km/h und wiegt 12,7 Tonnen. Der Standardpreis ist 312.000 Euro. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Lizard, Trelleborg, Continental, Metas, BKT, Wiredestein, Norkians und wieder zurück zu Michelin. Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht alle durch. Ich kann mal einfach hier mal ein bisschen durchklicken. Also es gibt verschiedenste Variationen hier. Dann gibt es ein Design, das angepasst werden kann. Entweder das EU-Design oder das US-Design. Dann Monitor betrifft natürlich die Monitore im Cockpit drin. Und zwar zum einen kann hinzugefügt werden ein Field View, ein Kinze KPM 3.
Kinze Blue Vantage und natürlich kann auch das ganze Paket hinzugefügt werden. Anhängerkupplung betrifft die vordere Kupplung und hier kann gewählt werden zwischen dem 3-Punkt oder einem Frontgewicht von 435 Kilo, 650 Kilo, 980 Kilo oder zurück zur 3-Punkt-Kupplung. Motorenausführung haben wir den Magnum 340 CVX Drive. Das ist der mit den 374 PS mit stufenloser Schaltung. Dann haben wir den 340er mit Power Drive, der wird dann manuell geschaltet. Dann haben wir die 380er CVX Drive mit 417 PS, auch mit stufenloser Schaltung. Und dann haben wir die 400er Power Drive mit 435 PS, wird manuell geschaltet. Dann haben wir bei den Hauptfarben die Möglichkeit zu wählen zwischen dem Case Rot oder dem Case Schwarz. Und die Felgenfarbe haben wir zwischen Grau und Schwarz. Hier kann natürlich noch entsprechend das Kennzeichen hinzugefügt, respektive geändert werden. Schön zu sehen ist, dass bei diesem, sagen wir mal, Großtraktor es möglich ist, Pflegebereifung aufzuziehen. Und jetzt kommt wahrscheinlich der Mod, der wahrscheinlich die Großbauern unter uns alle sehr, sehr erfreut. Und zwar ist das der Seedhawk, und zwar als Pack von BC Bühler und Forward Agricultural. Downloadgröße 43,42 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Seedhawk Pack natürlich mit zwei Elementen, und zwar zum einen den Seedhawk 660 Air Card und natürlich dem Seedhawk XL Tuba 65 Fuß. Wir schauen uns erstmal den Air Card an, und zwar kommt er so daher mit einem Ladevolumen für Saatgut und oder Mineraldünger von 21.800 Litern, einem Gewicht von wuppigen 10,5 Tonnen und dem Preistag von 150.000 Euro. Hier können schon mal ziemlich viele Sachen verändert werden. Und zwar haben wir hier die Reifenhersteller zwischen Lizard, BKT, Michelin, Metas, Elmers und zurück zu Lizard. Also klar zu sehen war, dass wir hier vom Elmers das Bandlaufwerk haben können. Und natürlich alle anderen Reifenvarianten könnt ihr selber durchspielen. So, und dann kommt Systemtyp, und zwar kann hier gewählt werden zwischen dazwischen ankoppeln oder dahinter ankoppeln. Und jetzt könnte es ein bisschen komplizierter werden, aber es reicht im Prinzip zu sehen, wo die ganzen Schläuche dann sind. Also wenn ich jetzt sage dahinter ankoppeln, dann sehen wir, dass hinten an diesem Hänger die ganzen Schläuche herausgucken. Das heißt, der AirCut wird vor das eigentliche Seegerät angehängt. Wenn wir sagen, dazwischen ankoppeln, dann ist es gerade umgekehrt. Dann gibt es die Möglichkeit zu wählen hier zwischen dem Seedhawk Design oder dem Wedderstadt Design. Also die haben sich ja, glaube ich, Wedderstadt hat, glaube ich, Seedhawk aufgekauft gehabt. Und daher gibt es hier auch die beiden Designs. Und dann gibt es hier beim Füllsystem kann hinzugefügt werden, ob ein Förderband hinzugebaut werden soll. Und damit kann natürlich dann entsprechend das auch beladen werden. Ohne dem Förderband kann es natürlich direkt von einem Silo beladen werden oder auch von Big Bags. So, dann kommen wir zum zweiten Element, und zwar dem eigentlichen Seeelement. Das kommt mit wuppigen 18,8 Tonnen, braucht 450 PS, um bedient zu werden, hat eine Arbeitsbreite von 19,8 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h. Der Preis hier 225.000 Euro. Hier haben wir die Reifenhersteller, die gewählt werden können zwischen Michelin, BKT und Lizard. Das Design hier kann auch gewählt werden, wieder zwischen dem Wedderstadt oder dem Seedhawk Design. Und hier gilt dasselbe mit dem Systemtyp dazwischen ankoppeln oder dahinter ankoppeln. Hier sieht man auch wieder, wie das mit den Schläuchen sich umkehrt. Was mich erstaunt hier ist die Detailbeliebtheit, also dass jede Leitung korrekt verlegt ist, und ja, eine extrem gute Arbeit wurde hier geleistet. Und eben, das wird die Großbauern unter uns natürlich mehr als glücklich machen.
Achtung, man braucht wirklich einen ganz, ganz großen Traktor, um dies überhaupt ziehen zu können. Wir kommen zur nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese Rauch Aero 32.1 von Creative Mesh. Downloadgröße 27,58 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um einen sehr innovativen Düngestreuer, also keinen Spritzer, sondern einen Düngestreuer. Der kommt mit einem Ladevolumen von 3200 Litern für natürlich Mineraldünger, wiegt 2 Tonnen, maximales Zuladegewicht natürlich 3,2 Tonnen, Arbeitsbreite 27 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 18 km/h. Der Grundpreis hier ist 83.300 Euro. Also wuppig 27 Meter Sprühweite oder Streuweite für diesen Streuer, Düngestreuer. Hier kann noch das Kennzeichen hinzugefügt werden. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar ist dies die Case IH Puma Series von Blauea. Downloadgröße 15,76 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor mit einer Leistung von 225 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Diesel-Tankfüllmenge von 390 Litern, 39 Litern DEF, 50 km/h Maximalgeschwindigkeit und ein Gewicht von 9,7 Tonnen. Der Preis ab Katalog 179.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental Mitas, BKT, Wredestein, Nokian und Trelleborg. Dann kann ein GPS-Empfänger hinzugefügt werden, was natürlich nur eine optische Auswirkung hat. Dann der Anhängerkupplungstyp kann vorne wieder geändert werden zwischen Frontgewicht und Treibpunkt. Dann kann ein Frontlader angebaut werden von Quickie oder Hauer. Die Motorenausführung haben wir die 185er mit 225 PS, die 200er mit 245 PS, die 220er mit 260 PS und die 240er mit 270 PS. Die Hauptfarbe kann geändert werden zwischen Standardrot, Spezialrot, Schwarz und Weiß oder Grau. Die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Standard, Schwarz und Weiß. Auch hier kann natürlich das Nummernschild hinzugefügt werden. Der Keiler 2 von Roppa kommt von JD7530 Chris. Downloadgröße 14,49 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Kommt mit einem Ladevolumen für Kartoffeln von 10 Kubikmetern, einem Gewicht von 12,8 Tonnen, braucht 200 PS, um bedient zu werden, hat eine Arbeitsbreite von 1,50 m und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h. Kostenpunkt 215.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Trelleborg, Michelin, BKT, Wredestein und zurück zu Trelleborg. Dann bei den Reifenvarianten gehe ich hier ausnahmsweise mal durch, und zwar gibt es hier die Breitreifen oder die Pflegebereifung. Hier gibt es tatsächlich diesen Unterschied, was Standard im Spiel drin ist, zwar heißt Pflegebereifung, aber trotzdem die breiten Reifen drauf bleiben. Hier können dann noch Arbeitsscheinwerfer hinzugefügt werden und natürlich auch noch zwei Optionen an Rundumleuchten. Die Felgenfarbe kann hier gewählt werden zwischen Gelb, Grau und Schwarz. Auch hier kann das Nummernschild geändert respektive hinzugefügt werden. Der Joskin Transspace 8000 kommt von Stefan Moddigne. Downloadgröße 4,96 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kipper mit einem standardmäßigen Ladevolumen von 31 Kubikmetern, wiegt 8,6 Tonnen und kostet 35.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Nokian und Trelleborg. Und dann kann noch das Nummernschild hinzugefügt werden. Hier gibt es keine Konfigurationsmöglichkeit, weder für die Farbe wie auch noch andere Erweiterungen. Wie so oft am Freitag kommen Traktoren raus, und das ist auch hier nicht anders gewesen. Hier ist der New Holland, die 70er Serie, kommt von Smetti
Downloadgröße 19,31 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor mit zwei verschiedenen Traktoren, einmal der 70er Serie Supersteer und einmal die 70er Serie. Die Supersteer haben wir hier mit 170 PS, wird lastgeschaltet, hat eine Dieseltankfüllmenge von 416 Litern, 40 km/h Maximalgeschwindigkeit, Gewicht 8 Tonnen und den Preis von 110.200 Euro. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Nokian, Mitas, Continental, BKT, Friedestein und Trelleborg. Dann kann hier gewählt werden, welche Marke angewendet werden soll. Entweder New Holland, Fiat Agri, New Holland und Fiat Agri oder wieder zurück zu New Holland. Anhängerkupplung können gewählt werden und zwar für vorne einmal 1600 Kilo Frontgewicht und einmal die Dreipunktkupplung. Motorenausführung gibt es die 170er Genesis Turbo mit 170 PS, die 190er natürlich mit 190 PS und die 210er mit 210 PS. Oh, da gibt es noch die 240er mit 240 PS natürlich. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen New Holland Blau, Fiat Agri, New Holland 2, Fiat Agri 2, Schwarz-Weiß, New Holland 3 und Fiat Agri 3. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen die Schwarz, Chrom, Fiat Agri Rot und New Holland Blau und zwar betrifft das die Auspuffabdeckung. Die Felgenfarbe, da haben wir Weiß, Grau, Grau 2, Schwarz, Schwarz 2 und Chrom. Auch hier kann natürlich das Nummernschild hinzugefügt werden. Dann haben wir den zweiten in der Serie und zwar ist das mehr oder weniger dasselbe. Der Preis ist ein bisschen tiefer. Wir haben auch mehr oder weniger dieselben Einstellungsmöglichkeiten. Also die Reifen bleiben sich ziemlich dieselben. Dann auch bei den Marken kann alles genauso geändert werden. Anhängerkupplung auch alles dasselbe. Die Motorenausführung ist auch identisch. Die Farbgebungen auch und natürlich entsprechend auch das Kennzeichen. Also ich konnte bisher keinen Unterschied feststellen zwischen den beiden Variationen. Ich habe natürlich auch nicht länger auf denen jetzt gespielt, also ich konnte jetzt noch keine Unterscheidung machen. Vielleicht wisst ihr, was hier der Unterschied ist, dann bitte gerne in das Kommentarfeld unter dem Video, damit ich hier auch entsprechend informiert werde. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar ist der Joskin Vago Loader von White Bull Modding mit einer Downloadgröße von 3,92 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Hänger, auf den natürlich andere Fahrzeuge wie auch Paletten geladen werden können, mit einem Gewicht von 4,1 Tonne und dem Preis von 8.500 Euro. Hier kann vorne noch ein Gitter hinzugefügt werden oder eben ohne. Die Felgenfarbe kann hier geändert werden aus der Standardpalette und auch ein Nummernschild kann hinzugefügt werden. Es sei zu erwähnen, dass dies hier kein Paletten-Autoload-Trailer ist, da für alle Plattformen, also ganz einfach vielleicht zum Transport von anderen Fahrzeugen zu verwenden ist. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese Grober 13 Zinken, kommt von Savvy Modding, AM Modding und Langreo Modding. Downloadgröße 8,72 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Es ist wieder mal passiert, wir haben einen weiteren Grober bekommen mit einer Arbeitsbreite von 3 Metern, einem Gewicht von 1 Tonne, braucht 80 PS und hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Der Preis hier 3.500 Euro. Hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum letzten Fahrzeugmod heute und zwar ist das der MAN TGS 18500 Kipper. Kommt von Salty Bart und NLD Community. Downloadgröße 9,37 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser LKW mit einer Leistung von 500 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 400 Litern, 60 Litern DEF, Maximalgeschwindigkeit 80 km/h, maximales Zuladevolumen von 49.000 Litern und einem Gewicht von 13,9 Tonnen.
Der Preis ab Stange 279.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental, BKT und Trelleborg. Hier kann natürlich auch die Hauptfarbe geändert werden, und zwar aus der Standardpalette, die Designfarbe ebenso und die Felgenfarben ebenso. Auch hier kann natürlich das Kennzeichen hinzugefügt respektive geändert werden. Der kleine quadratische Gülletank kommt von Michael LS, Downloadgröße 2,77 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies ein kleiner Gülletank, der einfach an einen Feldrand platziert werden kann, um natürlich vor Ort direkt dann mit Gülle zu befüllen, um dann nicht jedes Mal zurückfahren zu müssen, um dann die Gülle nachzufüllen, wenn man am Düngen ist. Davon gibt es zum einen eben diesen Güllebehälter hier und zum zweiten auch noch eine Erweiterung von weiteren 100.000 Litern, die natürlich nebenan aufgebaut werden kann. Die nächste neue Mod heißt Meridian Lagerhof, kommt von Malidene Modding, Downloadgröße 1,3 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. An diesem Lagerhof, wir sehen hier fünf verschiedene Silos, können gelagert werden Pflanzenschutzmittel, Flüssigdünger, Mineraldünger, Kalk, Saatgut und Wasser. Das kann hier drin gelagert werden und ihr könnt dann selber festlegen, wie viel von was gelagert werden soll. Ihr könnt auch natürlich die gesamte Menge von 300.000 Litern mit einem dieser Güter befüllen. Also hier seid ihr flexibel. Einfach die maximale Zulademenge ist hier 300.000 Liter. Und dann könnt ihr das selber aufteilen, wie ihr das hier lagern möchtet. Natürlich ist dies zu finden hier unter Container. Ist dieses Teil hier, kostet 67.500 Euro zum Platzieren plus natürlich landwirtschaftliche Anpassungen. Und dann, könnt ihr dann damit arbeiten. Ist eigentlich praktisch. Wir kommen zu der letzten neuen Mod, und zwar sind das die Gewächshäuser mit Saatgut und Dünger. Kommt von Happy Mole. Downloadgröße 3,78 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dies sind Gewächshäuser, da kann man nicht nur einfach Wasser hinbringen, da muss man eben auch noch Saatgut und Dünger hinzubringen. Braucht also Wasser, Saatgut und Dünger, Mineraldünger in diesem Falle hier, um entsprechend die Sachen dann herstellen zu können. Die Produktionsrate sei also höher als bei den Standard-Treibhäusern. Und es kann wahlweise gewählt werden, ob man Mineraldünger oder Mist verwendet. Also hier kann man sagen, Tomaten mit Mineraldünger und einmal die Tomaten mit Mist. Finde ich eine gute Sache. Also hier auf jeden Fall ein bisschen produktiver, aber auch braucht natürlich mehr Aufmerksamkeit, indem man eben verschiedene andere Güter noch hinzugeben muss. Wie eingangs gesagt, wurden am Freitag auch drei Traktoren vorgestellt über den Factsheet Friday. Und zwar haben wir als erstes einmal den Antonio Carraro, den Mach 2R. Natürlich ein Traktor, wird manuell geschaltet, hat ein Gewicht von 3,2 Tonnen, kostet 89.500 Euro. Hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 50 Litern, eine Leistung von 98 PS und die Maximalgeschwindigkeit von 35 km/h. Das zweite Fahrzeug, was vorgestellt worden ist, ist der Tigre K3200 GST, kostet 19.000 Euro, hat eine Leistungsfähigkeit von 19 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 30 Litern, eine maximale Geschwindigkeit von 30 km/h, einem Gewicht von 1,4 Tonnen und einem Ladevolumen von 890 Litern. Hier können alle Standardfrüchte hinten aufgeladen werden. Das dritte und letzte Fahrzeug, das am Freitag vorgestellt worden ist, ist der Toni 10900 SR. Ist ein Traktor zum Preis von 78.000 Euro, einer Leistung von 98 PS, mit automatischer Schaltung, einer Tankfüllmenge für Diesel von 50 Litern,
40 km/h Maximalgeschwindigkeit und wiegt 2,6 Tonnen. Das war es auch schon wieder. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir doch einen Daumen da, was euch dieser Inhalte gefallen. Holt euch das Abo ab, wollt ihr keine weiteren Mod-Vorstellungen und andere Inhalte auf diesem Kanal verpassen. Es würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ich euch beim nächsten Mal namentlich auch erwähnen darf. In diesem Sinne wünsche ich einen guten Wochenstart und wir sehen uns sehr, sehr bald wieder hier auf diesem Kanal. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und hasta luego.